Kommt zur zweiten Hälfte von Eternal Night. Ich habe das Gefühl, ich habe das nicht so richtig raus mit dem Schreiben von Titeln. Raymond. Das Schlimme ist, ich sehne mich langsam nach... Ich glaube, ich habe den Sprung schon verkackt. Ich sehne mich langsam nach Raymond, weil Raymond vielleicht besser ist als das hier. Vielleicht, zumindest. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das spielt. Was macht hier welcher Knopf nochmal? Ah. Das war das. Und das ist das. Das ist das Traurigste, was heute gerade... Übrigens, ich antworte dir mal hier, weil ich jetzt schlecht in Discord schreiben kann. Aber ich war auch im 50-50. Wohl bemerkt, ich habe es mal wieder nicht aufgeschrieben und hatte keine Ahnung davon. Und auch ich habe einen D-Loop bekommen. Und dann relativ darauf nach nochmal extra 50 Puls oder so die Furina. Und einen Charlotte, aber währenddessen, ich glaube, 5 Bados oder so. Also, ja, es ist schon sehr unterhaltsam. Was ist das da? Wieso bist du da drin, du armes, komisches Häufchen Elend? Und warum... Ich erlöse dich mal auf seinem Elend, in einem Spyro-Spiel zu sein. Das tut mir zu leid, so. Folge Sparks, um sicher durch die Bomben zu gleiten. Wow. Also wenn das mal nicht astrein Sparks gefolgt war, dann weiß ich auch nicht. Weil ich vergesse es immer mit dem Notieren und ja, naja. Oder sie haben die Regeln geändert und es gibt kein 100% immer wieder oder so, keine Ahnung. Eigentlich wurde es bei Star Rail mal erklärt, dass du immer im 50-50 bist, außer du hast es verloren, dann bist du im 100%. Das würde heißen, ich habe sehr viele 50-50s gewonnen. Naja. Schönen guten Abend, Nikita. Schön, dass du auch dabei bist. Muss ich zudem? Kann ich mir einfach geben? Achso, ich habe ja Eisatem, ne? Hast wieder die Regeln vergessen hier. Naja, die soll okay sein, wenn du halt ein bestimmtes Artefakt-Set nimmst, dafür dann die anderen Charaktere hast, die besagtes Artefakt-Set auch nehmen und bla und blub und sowieso. Ich will sie nur haben, weil sie komische kleine Viecher beschwört. Das ist irgendwie witzig. Oh wow, mehr Gegner, cool. Und Fallschaden. Das Mädchen hat keine Titties. Glaube ich zumindest. Sieht voll schwer danach aus. Aber ja, theoretisch gehört sie dazu. Immerhin ist sie kein Lolli, das ist schon mal ganz gut. Mag auch Hähnchen mit Reis, aber deswegen will ich es jetzt nicht haben. Jetzt genau nicht. Ich hätte gerne das Ende des Spiels, aber ich habe nach dem letzten Stream nachgeguckt. Wir sind ungefähr zur Hälfte durch, also... Ja! Cool! Mehr Spyro! Musst du den Stream nebenbei laufen lassen. Obwohl, dann erschreckt sie, wenn ich das vielleicht meiner Katze lauter mache. Wollen wir ja auch nicht. Erste Berührung, die sie mit Spyro hat, dann dieses Spiel hier, kommt auch noch dazu, macht auch nicht besser. Bin mit Spyro aufgewachsen, dem komischen Kerl, von Elijah Wood gesprochen, wo ständig so nerviger Sparks reinredet. Nicht gut.
Ja, Winnie Pooh dürfte besser sein. Ja, ich habe nachgeguckt. Das ist die erste Hälfte. Jetzt jagen wir den Dingens da, den beknackten Piraten, nochmal. Um nochmal gegen ihn zu kämpfen, weil war ja beim ersten Mal schon so geil. Und dann kommt der ganze andere Rest. Yeah. Hexe googelt das gleich wieder. Ich sehe es kommen. Er ist einfach in den Tod gesprungen. Willst du dem das nachmachen? Nein. Nee, es gibt auch Pegging. Also gibt beides. Na, insofern, ja, naja. Google das einfach nicht. Obwohl, wenn man das sagt, macht man es erst recht, ne? Also, schwierig. Google das Hex. Nein, Hexe sollte das nicht googeln. Reicht, dass wir ihr die Welt von R34 beigebracht haben. Ach so, toter Link, halt cool, ja, cool. Okay. Ich glaube, als das Tutorial für diese Totems kam, von wegen, musst du wegmachen, sonst sind die Gegner unverletzbar oder so, da ist nicht eins aufgetaucht, aber jetzt werfen sie die einfach. Kann ich zu dem hoch? Kann ich den umnieten? Kann ich aufhören, in der Box festzustecken? Neoxys Lost Tier. Ja. Wow. Das sieht so maximal kacke aus, weil der nicht geflogen ist, gar nichts. Oh wow, ja, Schiffe. Er hat mich gerettet vor Fallschaden. Wie ein wahrer Held. Und tschüss. Kann ich jetzt gehen? Weißt du, du kannst ja sagen, was du möchtest über das super tolle neue Kong-Spiel, ne? Das sagt zumindest Arena geschafft, ne? Hier kommt ja gar nichts. Keinen hast du geschafft, hast du gut gemacht oder so. Nix. Na dann, niente. Patusch. Spyro sah sehr lange sehr seelenlos aus. Geh ins Licht, Spyro. Lass es sein Ende haben. Ist übrigens ein schönes JPEG, ne? Das ist schön im Kreis gezogen. Ah. Hier lernt man noch was, während man Spyro spielt im Chat. Das landet dann irgendwann auf YouTube. Und alle dürfen es lesen. Die Welt ist ein besserer Ort, dank meinem YouTube-Video. Aua. Nicht im Beiboot landen. Darf da, glaube ich, gar nicht drauf. Leidet hier über dem Boden. Oh
ohne Witz, ich bereue es jetzt. Wir spielen wie lange? 10 Minuten. Ich spiele das 10 Minuten. Ich bereue es jetzt schon wieder angemacht zu haben. Spyro ist einfach tot. Sag denen, die verpassen ein Video von mir, dann hören die auf. Irgendwas da drauf? Nein. Cool. Hast du dieses Level? Ah, Frostatem ist fast fertig. Noch ein paar kleine Stupser. Oh, episch. Dodgy. Oh, schlecht gefahren. Ja, nö. Willkommen bei Hoppy Amber. Ich bin Neraf. Ich darf heute Ihre Bestellung aufnehmen. Das Problem ist meiner Meinung nach nicht das Level. Ich meine, es macht sich besser, dass wir jetzt erst die Arena hatten, dann auf dem Boot versteckten, jetzt vom Boot zu Boot springen, obwohl wir fliegen können. Und er das in der Cutscene davor auch gemacht hat, also dass er es verlernt hat. Lass ich mal nicht zählen. Aber die Dinger davor waren ja auch nicht besser. Wofür ist das? Geil. Einmal Feuer wechseln, anzünden, wieder zurück auf Eis. Aufdrücken, Drachenzeit. Epic. Boah, cool. Was wollten sie mir zeigen? Den grünen Kristall? Nein, du sollst den Angriff machen. Danke sehr. Dann gehe ich wieder und dann mache ich den wieder von da und dann haue ich da drauf. Und dann machen wir wieder so, damit ich wegkommen kann. Hat sich total gelohnt, dass ich... Wie oft bin ich gegen die gestorben? Dreimal, viermal, fünfmal, dass ich diese Taktik verinnerlicht habe. Yeah! Ja, damals als Spyro noch gut war, konnte er noch Kisten schieben, aber da ist er zu cool für. Das ist halt nicht mehr angesagt. Kistenrätsel ist nicht mehr das, was die Jugend wollte. Die Jugend wollte krasse Kampfszenen haben mit einem kleinen freaking Drachen. Obwohl, er kann ja Sachen schieben, nur die Kisten sind aus Stahl, die sind zu schwer oder so. Oh wow. Epic Dodge. Wow. Ich würde schon sagen, bei dir ist das nochmal was anderes, Hexe, weil du die ganzen RPG-Maker-Dinger spielst. Nichts hier oben. Wow. Aber im Hintergrund Musik, als würde hier so richtig die Post abgehen. Ich weiß auch nicht. Warum klingt ihr wie Seehunde? Surprise! Ich bin ein Drache von hinten. Aha, lol.
Ne, während wir sind ein Drache, wir haben Eisatem, Donneratem, wir haben. Ne, Quatsch, wir haben keinen Donneratem. Eisatem, diesen komischen Erdatem da, wir haben Feueratem, wir haben Hörner. Ja, wir können keine Kisten kaputt machen. Die kleinen Pimpfe hier, die springen da einfach durch und sind fertig damit. Das ist doch lächerlich. Designer Karen? Achso, Moment, da muss ich wieder weiter hochgucken. Ja. Guck ich einmal die Kommentare an, sterbe ich. Wie kein Karen umbenannt. Achso. Ah nein, jetzt muss ich das ganze. Merkel nie wieder Chat angucken. Boote sind per se nicht schlimm, ziehen aber das Spiel in die Länge und keiner will das. Aha, daneben. Das war... Aber wir reden jetzt über das Spiel, was Koimi mal gezeigt hat, wo sie... wo sie die ganzen super tollen Sprecher drin haben oder so. Das jetzt? Ich glaube, es ist aktiv. Das, wo ich gesagt habe, hat wird eh scheiße. Okay, cool. Ja, alles klar. Aber genau dafür haben wir ja jetzt Hexe. Hexe macht das schon. Kann ich mich auf andere dumme Titel konzentrieren, wie Azure Striker Gunvolt und hast nicht gesehen. Spiele nicht von ihm, ohne Schieberätsel. So, jetzt kämpfen wir mal richtig hier, damit das nicht nochmal passiert. Und zwar mit, hat man das? R2, glaube ich. R2? R2. R2! D2! Fühlt sich immer so an, als wäre das Spiel stecken geblieben. Na, geht doch. Hätte ich gleich machen sollen, aber nein, ich wollte Chat lesen. Was haben wir daraus gelernt? Nichts. Ach, Schalter. Vielleicht melken sie ihn ja. Je länger das dauert, desto mehr Kohle kriegen sie. Ich bleib dabei, ich habe die Demo gespielt, habe festgestellt. Grütziges Kampf. Ja, nicht. Ja. Sagen wir mal eher, Kampfsystem gefällt mir nicht. Oh mein Gott, über die Planken. Ernsthaft? Über die Planken. Alles klar. Okay. Du kannst das, Müllo. Wir haben das ganz oft trainiert. Oh ja. Yeah. Holus kann nur das nächste Vampire's Dawn 3 werden. Ganz einfach. Oh, krass hier. Wow, habt ihr gesehen, die waren zu doof zum Ausweichen. Oh nein. Oh mein Gott, ich muss noch weiter spielen. Ich muss immer noch dieses dämliche Scheiß-Schiff-Gelöse spielen. Au. Unfair.
Wow, epischer Moment. Bin dafür, dass sie beides macht. Ganz einfach. Jetzt einen Schalter nicht gesehen. Was mache ich hier? Existenzielle Krise schätzt sich langsam ein. Was mache ich hier? Ah, ich habe den Schalter nicht gesehen. Die Hutas-Geschichte. Die Hutas wie in dem Restaurant mit den Hutas? Und was hat das mit Fire Emblem zu tun? Langeweile pur. Woo. Ja, genau, und weil Komi das sagt, muss das so sein. Oder warum werde ich jetzt davor geführt? Ich kann das mit VD3 echt gut verstehen. Das macht dann einfach keinen Spaß. Ja, Toilet im Wonderland war wunderbar. Wow. Kann jetzt hier einfach das ganze Schiff rotten von denen damit? Wäre das nicht witzig? Ups. So, das Boot macht einfach, was das will. Okay. Ja, in der Tat hat er recht. Also wenn wir das wechseln können. Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es auch sehr viele Starbucks, was glaube ich, Bilder gibt. Von wegen, wenn's Brustmilch haben oder so ein Quatsch von zigtausend Animes und Spielen. Das Internet halt, ne? Typische Internet-Dinge. Alles so Dinge, die voll gut zu Spyro passen. Was zum Henker? Ist das jetzt ein Zeitding? Ist das jetzt einfach nur da, was geht? Oh Gott, diese Lenkung. Na, wenn es nach dem Internet geht, ist es eigentlich überraschend, dass es tatsächlich irgendwas dann hatte. Aber sonst hätte man das Hutas ja nicht mehr erkannt, ne? Vielleicht so ein kleines Armband, wo Hutas draufsteht, aber irgendwie, irgendwas muss man ja haben. Okay, jetzt habe ich den Pfahl kaputt gemacht, aus irgendeinem Grund, falls geht, aber warum geht das? Wofür geht das? Habe ich da jetzt irgendwas draus gewonnen? Nicht wirklich. Wow. Oh, bitte tötet mich, ich will da nicht rein.
Naja, da wollte einfach einer seine Waifu mit seinem Husbando sehen und rauskam dann das. Scheinbar nie. Anscheinend ist leider die Antwort auf die Frage, wann wir hier wegkommen, nie. Oh, jetzt bricht der Boden weg. Cool. Das macht das richtig episch. Warum hüpft hier da rum, wie bescheuert? Schoing. Es passiert gar nichts, weil er einfach steht, liegt, wie auch immer. Kann ich jetzt gehen? Nein. Warum nicht? Ist hier wirklich getimed oder? Wow. Ja, viel Spaß, ihr Kleinen. Geister sterben auf einmal direkt. Ah, cool. Zweite von fünf grünen Masken gefunden. Yay. Boah, das ist unermesslich. Ich habe nicht mal gesehen, dass sich die Pusteenergie auch um nur ein Pitzchen verbessert hat. Aber ich nehme mal an, ich kann jetzt viel öfter und länger. Bin voll ausdauernd. Nee, nee, nee. Jetzt? Geh den ganzen Weg zurück, den du gerade gekommen bist, weil du jetzt mit dem Ermorden von Gegnern ein Boot hast erscheinen lassen. Macht zu viele Boote. Ja, als ob wir das Spiel dann nochmal von vorne anfangen. Das kannst du ja mal voll vergessen. Ist zum Glück kein Rayman, wo ich das machen müsste. Letztes Boot, vorletztes Boot, 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 Brumm, Brumm. Yay, noch eine Feder. Aber bestimmt schon irgendwie 18 Federn verpasst oder so. Aber das sieht aus wie so ein typisches, hier hast du noch mal zum Auffüllen, jetzt kommt der Boss oder so. Wow. Weil ich jetzt nicht weiß, warum ich das Boot nicht einfach hätte hinbringen können, wo ich hin muss. Nein, nimm noch ein Boot. Rayman kommt sowas davor.
Oh wow, da ist er wieder. Scab, derselbe Boss wie vorher. Woo. Nikita macht fast den Deckel zu. Mann, oh Mann, ihr wisst einfach nicht, wann Schluss ist. Dann kennst du uns nicht sehr gut. Ich mache nämlich dauernd Schluss. Klar. Sorry, ich dachte, das käme cooler rüber. Soll man sagen, Sparks ist halt ein Herzensbrecher, wissen wir ja alle. Also mein Herz ist schon gebrochen, seit er die Klappe aufmacht. Okay. Behaupte mal, zu ihm zu gehen ist wieder keine gute Idee, aber ich wollte es mal ausprobieren. Übrigens ätzend gegen Kleine zu kämpfen, wenn die keine Energie haben. Also, wenn ich sie nicht sehen kann. Wow. Voll cool. Oh wow. Er hat mich quasi gewonshottet. Das ist schon ein cooles Messer. Pass auf, Welt. Vielleicht kommt Silver heute gar nicht. Und dann gibt's kein Rayman. Also quasi sind die Probleme des Spiels, dass es existiert, ja. Da bin ich quasi mit an Bord. Du spielst etwas anderes. Das machen wir jetzt nochmal und dann ist er auch nicht tot. Ah, cool. Aua, ich will doch nur dich angreifen dabei, aber... Also das ursprüngliche Spyro 2 ist gut. Wenn man mich fragt. Yeah. Ich habe keine Hilfsmittel mehr, das ist gerade sehr unpraktisch. Und hat absolut keine Ahnung, wie viel HP die kleinen Gegner noch haben. Macht voll Laune. Yeah. Ich meine, wenn wir uns das Spyro angucken, brauchen wir uns die Frage nicht stellen. Wenn wir uns die ursprünglichen Spyros angucken, wäre das was anderes.
Er kommt bedrohlich mit seinem Messer auf mich zu. Aber nein, 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 nein! Oh nein! Ich will nicht mehr. Kann ich einfach aufhören? Ja, einfach irgendwas Besseres spielen, irgendwas. Sagte was Besseres spielen. Mach den jetzt einfach so, ist scheiß drauf. Ja. Wenn wir das jetzt in Slow Motion angucken, an. Come on! Ernsthaft? Spiel? Der mich da einfach verprügelt. Das hat quasi gar keinen Schaden gemacht. Was? Wünschen wir tatsächlich jetzt den Dingensatem wieder, den Windatem aus dem ersten Teil. Das waren noch Zeiten. Gegner einfach komplett malträtieren da. Das war noch schön. Au. Oh. So, meine Fresse. Das ist egal. Wir brauchen ihn nicht, um diese Ratte auszuschalten. Wer sich mit uns anlegt, tut mir jetzt schon leid. Willkommen in der Welt der Schmerzen. Wow, Sparks hat einen Gegner besiegt, ey. Das war toll. Applaus, Applaus. Er lässt den anderen kommen, Applaus zurücknehmen. Hey, hast du mich gerade gesehen? Das ging... Boom! Und er nur noch... Uff! Und apropos... Wohin gehen wir eigentlich? Ich konnte mir die Karte nicht lange genug ansehen, aber es musste eine Art Wahrzeichen geben. Klar. Ich schaue einfach nach einem blinkenden Schild mit der Aufschrift Unheimlicher Mondtempel. Oh nein. Sag mir, dass du einen Abstecher auf stille Örtchen machen willst. Der Erzähler, ey. Nee, Quatsch, der Historiker. Jetzt kommt Atlantis, das Level! Zum Film, zum Spiel, zum Film. Oder wir lernen jetzt einfach schwimmen. Ah, oh, das wäre so schön.
Wenn er jetzt einfach ersoffen wäre und das Spiel wäre vorbei. Ah, herrlich. Ich würde so feiern. Wenn dieses Rauschen im Hintergrund, wenn man das Spiel mal auf normale Lautstärke stellt, ist auch sehr unterhaltsam. Ey, Blitz. Vielleicht ist Blitz ja cool. Ist Blitz diesmal cool? Etwas ist hier faul. Warum ist es hier so dunkel? Kannst du mich hören? Ist da jemand? Ich will wissen, was mit Cinder passiert ist. Hey, nicht rum. Mach hinne. Hol dir Blitz ab. Blitz wird durch den Himmel und dessen Stimmungen geboren, junger Drache. Du musst deine Gefühle kontrollieren, wenn du den wilden Geist der Elektrizität zähmen willst. Beim letzten Mal hat es gereicht, als ich in eine Steckdose gefasst habe. Und heute erzählt er mir, du musst aber deine Gefühle kontrollieren. Überlass dich ihrer unberechenbaren Natur. Erlaube der Energie, deinen Körper zu durchfluten und verfolge ihre Bewegung. Dann kannst du sie willkürlich entfesseln. Überhaupt kein nerviges Geräusch. Durch deine impulsive Natur noch verstärkt. Vertraue deinen Instinkten, Spyro. Der hat keine Instinkte. Außer dass er vögeln will, deswegen ruft er ständig nach Cinder. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse diesen Spyro, ne? Bla bla bla. Links für Blitz. Oh, ja, toll. Ich werfe also. Murmeln. Beziehungsweise ich kann Minen laden, die explodieren einfach. Nee, die explodieren nicht. Ja. Hasse ihn jetzt schon. Ich hasse ihn jetzt schon. Hat nicht lange gedauert, aber ich hasse diesen Atem jetzt schon. Ah yeah. Drücke und halte Viereck gedrückt und lass dann los, um eine Elektrokugel abzuschießen. Je länger du die Taste gedrückt hältst, desto weiter fliegt sie. Ah, tötet das die Gegner? Das tötet nicht mal die Gegner. Nee. Out. Ich glaube, Team Rocket kann ja auch nicht dabei helfen, dass das Spiel besser wird. Aber gut, dass du da schon mal angekommen bist. Drücke und halte Dreieck gedrückt, um Spyros Elektrowirbelwind zu aktivieren und bewege Spyro dann mit dem linken. Ist der besser? Okay, Todeskreiseln ist theoretisch besser, kostet aber so viel Atem, dass es eigentlich schon wieder scheiße ist. Ich dachte, jetzt muss ich irgendwas cool. Jetzt gibt es irgendwie cooles Plattforming mit Elektrofähigkeiten und direkt enttäuscht, weil es dann wieder weg war. Du kannst Kristallkugelschalter mit Magie aufladen, wenn du die richtige Art von Atemmagie bei ihnen verwendest. Ja. Okay. Oh.
geht's nicht nur mir so, dass Drachen. Ich meine, ich finde die Drachenzeit ja allgemein eh dumm, ne? Und benutze sie ungern. Aber schön, dass ich mit der Meinung nicht alleine bin. Besieg die Feinde, um Schwalledelsteine zu sammeln, und drücke dann R2, um deinen Elektroschwall zu empfetzen. War es nicht Feuerschwanz? Irgendwann, irgendwo, in irgendeinem Spiel? Beyblade! Du musst die Kraft in dir finden, ein Beyblade zu sein. Zap, 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 zap. Achso, ich sollte vielleicht das Ding kaputt machen. Beyblade! Beyblade! Augenkrebs incoming! Ich hätte gerne den lila Atem zurück. Dem, wo ich Drachen schießen konnte. Den wir für 5 Sekunden im letzten Spiel hatten. Das war cool. Das hier nicht so sehr. Jetzt kommt gleich wieder. Wo ist Cinder? Na gut, ich habe deine Prüfung abgeschlossen. Was soll ich als nächstes tun? Wo kann ich dich finden? Bist du da? Toll. Jetzt ignoriert mich die Stimme in meinem Kopf auch noch. Ich werf einfach mal einen Blick drauf. Geil, blau. Nein, Cinder Baby, nein! Aha, der Verräter kehrt zurück. Damit kommst du nicht durch, Graul. Nichts kann das noch verhindern. Wir sind nur hier, um unseren Meister im Reich willkommen zu heißen und um uns ihm anzuschließen. Aber keine Angst, Cinder. Du warst immer eine treue Dienerin. Er nimmt dich bestimmt wieder auf. Aber ich will und nicht. Falls nicht, wirst du die Ehre haben, als Erster durch seine Hand zu sterben. Weil du ein Kinderspiel spielst, Nikita. Deswegen sind die nicht entwickelt. Lange haben wir gelitten. Aber bald kehrt unser Meister zurück. Und mit seiner Ankunft wird ein neues Zeitalter der Macht für die Affen anbrechen. Und dann bekommen wir unsere Rache. Wow, Plot. Es ist ja kein Inzest. Sie sind nur aus derselben Brut, ne? Aber das wird nie gesagt, dass es dieselbe Mutter hat. Eigentlich wurde nie erzählt, wie Eier schlüpfen, wenn man mal ganz genau, also nicht wie die schlüpfen, sondern wo die herkommen. Siehst du, da sind die Eier. Tschüss, du irres kleines Krötenmonster. Tschüss, ciao, vielen Dank für alles. Was ist passiert? Tja, mal sehen. Du hast Stimmen in deinem Kopf gehört und uns durch die ganze Welt geführt. Was wirklich toll war, weil wir uns so köstlich amüsiert haben. Jetzt sitzen wir auf einer verzauberten Insel fest und ich kann's kaum erwarten, was als nächstes kommt. Wieso sitzen wir fest? Wir können fliegen. Was stimmt mit diesem Spiel nicht? Alles ist die Antwort, wissen wir. Ich frag trotzdem. Ich glaube, wir sind da. Düster? Toll. Wie düster? Was düster? Das war die düsterste Stimme, die Spyro drauf hat. Warte! Gott, ich... Ich meine, es ist immer noch eine Lüge, wenn ich sagen würde, ich würde mir am liebsten gerade die Fingernägel rausreißen lassen, statt das Spiel zu spielen, aber... Und was jetzt? Jetzt stehe ich hier vor der Tür und habe keine Ahnung, wie ich da reinkomme, oder was? Also klettern wir wieder. Okay, cool. Klettern wir mal. Nice, yeah. Plattforming. Daneben gesprungen. Yeah. Ja, quasi. Das macht echt keinen Spaß. Ein feuriger Schweif geht durch die Wände. Ja. Ich bin halt ein
Hektar. Warum hast du dich nicht einfach vorher schon festgehalten, indem ich ja immer Drache? Wie praktisch, dass die Tür kaputt ist, aber hier ein magischer Plattform-Dingenskirchens ist, der mich dann dahin führt, dass ich nicht hier runterfalle. Moment. Ist da irgendwas? Irgendein Grund, warum ich da runter sollte? Irgendwas? Nein? Okay, cool. Dann gehe ich halt weiter. Ah, Erfahrungspunkte. Geil. Die wollen wir. Die brauchen wir. Für... eigentlich jetzt gar nichts mehr, weil ich jeden Atem doof finde, außer Eis. Secret. Okay, ich dachte schon, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ich bin mir nicht sicher, ob du schon mal erwähnt hast, dass du froh bist, dass es abgekackt ist, aber damit hast du jetzt deine Schuldigkeit getan und ich glaube dir sogar. Darf ich die Hoffnung haben, dass das nächste Spiel bei mir im Tutorial einfach abkackt? Ah, nee, ey. War da auch was Geheimes? Jetzt muss ich doch nochmal nachgucken, ist doch doof. Nein. Ich meine, Generation 1 hatte ja auch noch Punita und so, ne? Hat auch eigentlich eine brennende... ernsthaft, die Dinger tun weh. Eine brennende Mähne. Also, ne? Da gibt's eine Menge Zeug, was Schaden anrichten kann. Whatever. Way. Überladen. Beyblade! Meinst du mich, Beyblade? Ah, ich hab keinen. Keine Anzeige mehr. Ne. Als hättest du den Plot von den Spielen gebraucht. Ah. Sind wir auf einer mystischen, komischen Insel und es ist immer noch irgendwie doof. Ich weiß nicht, wie man magische, mystische Insel doof machen kann, aber Spyro hat es geschafft. Kontext, du bist ein Drache, da ist ein anderer Drache. Spyro 3. Ich bin ein Drache. Voll lieb. Yeah. Und ja, jetzt warte ich, damit ich die Fehler... obwohl, nee, ich habe keine Lust zu warten. Bin ein ungeduldiger kleiner Fratz. Yay, Feder! Woo. Das ist so cool! Hat sich gelohnt, ach. Ach, das klärt sich dann dabei oder Sparks erklärt nochmal alles oder. Ich meine, ja, ist nicht schlau, einen dritten Teil einer Trilogie zu kaufen. Jedes Kind, dem das passiert ist, wird sich da wahrscheinlich sehr gefreut haben. Hallo. Ich tippe mal drauf, dass er nicht wirklich undying ist.
Das ist ja das Problem, was die Teile ja wirklich haben, ne? Von den Titeln her wüsste ich nicht, welcher davon Teil 1 ist und so weiter und so fort, ne? Also das ist schon krass. Heißt Ghost Zap? Besteht's aus Feuer? Hallöchen Sonic. Willkommen zur pure Langeweile, das Spiel zum Film, zum Gameplay. Ich kann während die Fallen noch Drachenzeit anmachen, damit es noch langsamer geht. Guckt euch an, ich kann das noch dazu machen. Yeah. Muss ich mir auch sparen für den finalen Boss. Du wirst mich doch gleich angreifen. Warum kann ich dich nicht einfach jetzt schon umknüppeln? Da, damals wieder. Er kann Sachen schieben. Die anderen Kisten waren halt nur... Ist das ein Fisch gewesen in der Luft? Eine Mücke? Was bist du? Düdüm. Community Challenge. Dank Sonic, fertig. Gibt's also, sollten wir heute fertig werden, beim nächsten Mal dann Rayman 1. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Endlich Rayman spielen. Ich denke einfach nur endlich was anderes als Spyro. Oh, tschoing, woo, cool, yeah. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, nachdem wir all das hier gemacht haben, warum Spyro gestorben ist und ich... würde ja gerne sagen, ich nehme sie nicht übel, aber... Ne. Blue Mark. Achso, der hat ein Schild, deswegen falle ich immer davon ab. Das sehe ich halt nur nicht, weil er aus dem Feuer besteht. Was ein gutes Design. Oh yeah. Ich dachte, ich pralle mal ab, weil er halt aus Feuer besteht und Spyro eine kleine Pussy ist und so, aber nein. Er hat ein Schild. Dann richte deinem Kumpel ein schönes Hallo aus und hab viel Spaß damit, weil das ist immer noch besser als das hier. Ein Hof. Mit Knollennasendrachen irgendwie. Warum sage ich eigentlich das heißt hier ist wieder ein Kampfarena, ne? Heilige Schwäche, der heiligste Grund. Wege erscheinen. Zum großen Kunst. Ich bin sehr stolz auf diesen Reim. Beweist deine Welt, was geliebt ist und treu. Eis und Erde, Elektrizität und Feuer. Kann ich Sparks einfach opfern? Der ist Spyro ja sehr lieb und teuer. Das kann ich auch schon stimmen. Was soll das denn heißen? Woher soll ich das wissen? Warte, mir fällt gerade was ein. Vergiss es. Es ist weg. Mir fällt nichts ein. Wir müssen etwas übersehen haben. Na los, sehen wir uns mal um. Gott, ich hasse dich. Ja, wir müssen Prüfungen mit den Elementen machen. Hüppe, pöppe, töp.
Wow. Okay. Geil. Was da? Oder soll ich denn jetzt die richtige Reihenfolge wissen? Kein Atem mehr. Und Feuer. Yay. Ich liebe es, wenn ich Rätsel nicht verstehe, aber lösen kann. Voll cool. Juhu. Slow down. Wow, okay. Magisches Buch, warte auf mich. Vielleicht bist du ja Shito, wie im Banjo-Kazooie. Vielleicht kann ich damit das Spiel beenden. Vier Prüfungen muss der kleine Drache bestehen, damit er besser mit seinen Luftausstößen klarkommt. Keine Ahnung. Okay. Rip. Yay. Was? Verstehe ich. Ja, es ist nicht schön. Ich kann jetzt auch tatsächlich nur das Erdding benutzen gerade. Darf nicht wechseln. Das heißt, bis auf Eis und vielleicht Elektrizität ist so weit wie Feuer. Also bis auf Eis wird jede Prüfung hier ätzend sein, weil nichts davon gelevelt ist. Yeah. Jetzt wieder getroffen. Achso, er hat sich verteidigt. Ach, episch. Nein, nicht in Slow Motion. Nein. Yay.
Gakua. Ich würde sagen, weil sie es einfach waren, ne? Kann mir keiner erzählen, dass das hier liebevoll gestaltet ist. What the fuck? Muss ich auf den drauf? Was ist gerade Sinn und Zweck dieser Übung? Ich weiß es noch nicht. Das Interessante ist, wenn das schon von dir kommt, Sonic, dann weiß ich, dass das echt nicht, also dass da wirklich nichts Gutes dran sein kann. So gewöhnlich würde ich behaupten, siehst du noch gute Dinge in Spielen, die mir so auch absolut nicht gefallen. Muss ich ein Kopfdingens auf euch machen, weil ihr eigentlich aussieht wie Schalter oder so? Hä? An die Boote kannst du dich aber auch nur erinnern, weil da so viele waren. Ich meine, Dino Crisis 3 hat mir auch nicht gefallen unbedingt, ne? Ich fand dann halt nur am Ende das ganz unterhaltsam, dass wir da auf einmal, das ist doch der Fehler. Auf einmal in diesem Kampfflugzeug saßen. Das war irgendwie ganz unterhaltsam, aber ansonsten. Ich verstehe das Rätsel hier nicht, ne? Also. Kann den hauen damit? Interessiert den nicht? So viel konnte Erde jetzt aber auch nicht. Ich hab keine Ahnung, was ich hier machen soll. Hallöchen, Silver. Sag mir, was ich hier machen soll. Das ist es nicht. Doch, ich soll den einstampfen. Oh mein Gott. Was ein Unsinn. Ich bin auf einer magischen Insel, bei der wir jetzt, ich nehme mal an, unsere Elementarfähigkeiten auf die Probe stellen sollen, weil ist halt so. Oh mein Gott. Spyro kann schwindelig. Oh mein Gott, was für ein Feature. Geil. Das ist doch nicht mit. Das war doch überhaupt kein Spaß, ey.
Ah, ich dachte irgendwie, das wäre jetzt vorbei. Ich weiß nicht, wo ich die Hoffnung immer hernehme, dass Sachen vorbei sein könnten, aber sie sind nie vorbei. Okay. Auf ein neues. Ich könnte mir Nasenhaare rauszupfen oder so in der Zeit. Das wäre wahrscheinlich immer noch unterhaltsamer als das hier. Natürlich live on cam und so, ne? Oder so ähnlich, aber... Was ist das für ein Name? Vielleicht habe ich jetzt einen Hawaiianer beleidigt damit, aber... Naja, das Elementarste war ja wirklich bisher, setze Eis gegen Feuer ein, um halt das Feuer zu löschen. Da ist hier wieder die Familie Woodbeard. Ich würde schon sagen, wehe, du knallst deinen Orb da oben hin. Ich da eigentlich hoch. Ich wüsste zwar nicht, warum ich da hoch will, aber. Yeah. Ah, schockierend. Erde ist das richtige Element, was ich hier benutzen muss. Wow. Naja, dann wärst du in dem Raum nicht weitergekommen und wärst wieder traurig nach Hause gegangen. Also nimmt man halt einen Drehstuhl. Wenn man keine andere Wahl hat, nimmt man halt einen Drehstuhl. Technisch gesehen hast du recht, das ist gefährlich und sollte man im besten Fall nicht tun. Einfach die Plattform gar nicht nutzen, fertig. Es hört niemals auf. Die Prüfungen sind nie vorbei, obwohl der Atem bisher nichts gebracht hat. Sollte ich mich da einfach drauf stellen? Egal. Oh mein Gott. Au.
Ich habe keine Ahnung, wo ich hier drin festsitze. Auf jeden Fall ist das einfach nicht cool hier. Ich hoffe mal, das macht vernünftig Schaden. Jetzt bin ich echt traurig. Du bist wahrscheinlich tot. Yeah. Cool, und jetzt leuchtet das Erdsymbol. Das heißt, wir haben die Erdprüfung fertig. Sind nur noch drei. Oh Gott. Klibberige Pampe. Ah. Er schießt mich doch einfach rein, ey. Spyro! Yeah, Spyro! Alle lieben Spyro. Es gab mal eine Zeit, da mochte ich Spyro. Okay, sorry, kann ich ja nicht wissen, dass das wieder auch weggeht. Der Beyblade. Ja, Sonic hat das letzte bisschen reingehauen, das heißt, wenn wir das Spiel fertig kriegen heute, was ich hoffe, weil ich es eigentlich nie wiedersehen will, dann können wir endlich Rayman spielen. Yay. Aber alles ist besser als das hier. Wenn du Kopfschmerzen hast, solltest du in Betracht ziehen, ins Bett zu gehen oder zumindest nicht selber zu zocken. Normalerweise macht man das zumindest so. Ich habe das Gefühl, mir hilft das manchmal gegen Kopfschmerzen, aber grundsätzlich ist das wohl keine gute Idee. Einfach wegbleiben, komisches Mistviech. Oh, warte mal. Und in die Richtung da. Weg. Yes. No. No. Du lebst ja immer noch. Ja. Weg. Tod. Verderben. Ich dein Zeug nicht. Beyblade. Aua. Ich hoffe nicht. Bin ich nochmal diese scheiß zwei Knöpfe in den Boden rammen? Das war nicht witzig. Gameplay. Yeah.
Irgendwann werden sie schon alle tot sein. Also wir haben immerhin Eis gemaxt, ne? Aber abgesehen davon, ja. Ich meine, momentan stehen wir so. Das ist echt schwach. Jetzt kommen wieder die komischen Orbkrabbelkäfer, weil das so eine Herausforderung ist. Habst du es den Orb an die Stelle mit dem Orb zu... Ich komme jetzt so ein bisschen vor wie bei Dora the Explorer, ne? So. Kannst du das? Weißt du, wo der Orb hin muss? So, lololol. Und Swiper nicht klauen. Aus dem Weg, geh weg. Orige Orb-Nervensägen-Geräusch. Ich habe ihn aktiviert. Wow. Hasse es hier. Oh mein Gott. Natürlich sind die Kackviecher auch da. Das sind mehr, ne? Das sind drei. Oh Gott! Yeah. Ich hab einen an der Waffe. Yay. Warum haben die gedacht, das ist eine gute Idee? Was hat das mit Elektrizität zu tun oder Erde? Gar nichts. Gott, ey. Du meinst, im nächsten sind es vier? Ja, möglich ist es. Aber jetzt geht's erstmal gegen den Donnergeist oder Elektrizitätsgeist. Elektrogeist. Cool. Cool.
Ja, lololol. Ende. Wenn er wenigstens in dem Farm-Simulator vernünftig rennen kann, wäre das ja fast okay. Warum sieht das eigentlich so aus, als müsste ich die Dinger da anzünden? Oh, wow. Alles okay! Yay! Silver entwickelt sich! Yay! Wow! Ich hätte auch gedacht, dass ich den doch mal machen muss. Ich bin zwar froh, dass es nicht so ist, aber... Ja, Silver entwickelt sich. Nur nicht bei mir. Ah, cool. Direktfeuer, Orb, Dingsy, Teile. Coole Sache. Wow. Ich glaube, fliegen konntest du schon als Taubsi, oder? Oder kann das eher als Taubuga lernen? Ich glaube, Taubsi kann das auch. Fliegen war schon immer drin. Das ist Wahnsinn, ne? Dieses Special Effect von... Wow. In das Wasser, Mann. Oh. Ach so, das war dann nur noch mal allgemein. Ja, okay. Na, ich bin fast tot. Gruselig. Ich will das nicht mehr. Ja, selbst der also selbst mit dem blöden Maulwurf war Heroes Tale zumindest wirklich spielerisch besser. Was war das? Ach so. Cookie? Cookie? Ist das ein Controller?
Au. Und weg. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ah, da ist eine Drachenmaske. Ja, ihr. Ich gucke jetzt genau auf meine Leiste, ne? Ah, oh, es ist Müh, was ich mehr habe. Müh. Ja, Wahnsinn. Also ich meine, auf der einen Hand... Pass auf, Welt. Ah, ich dachte für einen Moment, sie haben mir die Gegner weggespawnt. Das ist auf der einen Hand ganz... Also was es ganz nett macht, ist halt die Tatsache, dass es so wenig gibt, was bedeutet, dass ich, welche, wenn ich die verpasst habe, ist das nicht mehr ganz so wild. Aber... Es gibt auch echt kein Incentive, um zu sagen, ah nein, ich will alle haben, weil, was soll's. Robudite klingt so ein bisschen wie ein Sailor Moon Gegner. Der gute Robudite. Ja, okay, ich zünd einfach mal den brennenden Gegner an. Aus irgendeinem Grund habe ich ja gerade unendlich Magie oder was? Habe ich in Drachenzeit unendlich Magie? Ist das der ganze Trick des Spiels? Entdecke ich gerade eine neue Taktik oder habe ich das Spiel kaputt gemacht? Eins davon muss es ja sein. Au. Hallo. Okay. Wow. Sieht echt so aus, als hätte man in Drachenzeit einfach unendlich Magie. Was ganz witzig sein könnte. Ich weiß ja wirklich nicht, ob... Ich meine, gut, das Spiel hat sich jetzt gerade resettet, weil ich gestorben bin, aber... Ich hasse diese Gegner. Es macht so keinen Spaß. Ne? Es gibt. Ich habe nichts, um durch die Verteidigung zu brechen. Also steht man da und wartet und wartet. Ja, ist okay. Die Gegner kommen wieder. Wow, voll cool. Yay. Brentus the Frigid. Das klingt so wirklich komplett falsch. Er brennt, aber friert. Ja, Feuer mit Feuer angreifen, das ist so die andere Sache, die gerade keinen Sinn macht, aber hey. Okay, der Dreieckangriff kostet.
Das hat jetzt auch ein bisschen gekriegt. Es kostet einfach super wenig jetzt gerade. Ich habe keine Ahnung. Sehr verwirrend. Durch die Verteidigung gebrutzelt, ey. Na toll, meine Freunde, die Knöpfe. Richtig Bock drauf. Ob ich den auch ohne Drachenzeit mal treffen kann. Ja, scheint tatsächlich nur einer zu sein. Wow. Voll gnädig. Warum ist die Plattform hier? Könnte auch heißen, dass die offizielle vorgeschlagene Route erst Feuer, dann Erde, dann Blitz, dann Eis ist. Gott, verdammt nochmal. Das könnte aber auch für mich heißen, in Eis gibt... Ah, mein Gott. In Eis gibt es dann tatsächlich die... Hier angedrohten Schalter. Irgendwas Cooles hier noch? Nein, warum frage ich eigentlich? Als wäre da irgendwo irgendwas auch nur ansatzweise Cooles. Euer Geist, ey, Drachenzeit, yay. Scheint tatsächlich zu funktionieren, also... Vielleicht ist das Verändern der Anzeige auch nur so ein kleiner Teil und eigentlich habe ich halt tatsächlich eine Menge mehr Magie oder irgendwie so ein Quark, keine Ahnung. Wow. Ich will eigentlich, dass du deinen dummen Knüppel benutzt. Ach, weißt du was? Bin erstaunt, dass das wirklich funktioniert. Und ich bin erstaunt, dass mir das erst jetzt auffällt. Aber das liegt daran, dass ich Drachenzeit irgendwie elendig dämlich finde. Aber gut. Egal. Yay. Cutscene nach 3? Hey, nice. Warte mal. Ich glaube, wir haben es gefunden. Wie? Was? Hallo? Wann? Hä? Ist da jemand? Hey, wenn da was ist, sollten wir es nicht lieber schlafen lassen? Weil uns alles, was uns bis jetzt begegnet ist, töten wollte. Öffne dein Herz, beschwöre den Geist. Und stell dich der Angst, um die du nur weißt. Ich wusste es. Dieser Ort will uns tot sehen. Wir hätten umkehren sollen, als wir noch konnten. Ich muss das tun, Sparks.
Ja? Nur zu. Dann öffne mal dein Herz und sieh, was passiert. Warte, tu's nicht. Du kannst mich doch nicht in diesem schrägen Mondtempel zurücklassen. Ist ja nicht so, als hättest du jetzt viel geschrieben, Hexe, aber... Dann, dass ich in ihrer Freakshow mitmache. Viel Spaß, ne? Warum passiert das hier jetzt gerade? Was ist mit Eis? What the fuck? Ist das Spiel geglitscht? Wow, cool. Grandios, guter Drache. Bereit? Oh, hat die am Ende Elementarschwächen oder so? Ah nein, die ist einfach nur gegen bestimmte Elementarfähigkeiten dann anfällig, wa? Ah, okay. Das macht den Kampf ziemlich nervig. Hallo, ich will mich heilen, geh weg. Au. Jetzt kommen, glaube ich, die magischen Drachenwelpen aus dem Atem raus. Irgendwie so. Oh, Blitz. Huh? Yeah. Blitz habe ich auch. Au. Habe ich auch, wollte ich sagen. Dann habe ich mich treffen lassen. Na, ja, Tatsache, da kommen kleine Welpen raus oder so. Das wird ein richtig toller Bosskampf. Kann ich die einfach... Ich hab's jetzt noch gar nicht ausprobiert. Kann ich die einfach hauen? Ja, kann ich. Bringt aber nichts. Cool. Das ist ja Wahnsinn. Man. Okay, Drachenzeit scheint aber nur so richtig gut zu funktionieren bei Feuer. Kann das sein? Was ist das denn? Lila, neutral. Ja. Au. Ja, Drachenzeit funktioniert bei Feuer gut, bei allen anderen, weil sie laden müssen, nicht. Okay. Ball. Au. Au. Oh mein Gott.
vorsichtiger sein. Halt die Fresse, Spyro. Was war das? Einmal den Popel in den Po geschoben oder so, ich weiß ja nicht. Ja, das ist einfach nicht cool. No pun intended, weil wir dann direkt auf Eis wechseln, aber... Was ein toller Kampf, ey. Auch der Teil mit keinerlei Heilung hier mehr, weil die nicht respawned ist, wofür auch. Falscher Knopf. Upp. Wäre ganz cool, wenn ich die da einsammeln dürfte, ohne dass du mich umbringst. Yeah. Konnte man den durchwinken? Wie konnte man sagen, ja, das ist eine gute Idee? Wie konnte man so ein Hitpool drin lassen? Mein Gott, ey. Ah. Cool, Feuer. Yay. Das passiert doch eh gleich wieder. Einmal wieder nicht aufgepasst oder so. Dann werde ich von ihr geschwanzt und dann war's das wieder. Ja, der von definitiv nicht Thinder hat schon echt. Echt drauf. Ja, gut, Feuer nochmal. Yeah.
Toll. Und als es wirklich... What? Die Sache ist, wenn wir da jetzt nicht reingehen, verpasse ich irgendwelche Items? Ne? Aber wir könnten was skippen. Oder ich gehe da rein, langweile mich nochmal wieder eine halbe Stunde gefühlt zu Tode und dann gehen wir weiter. Ich meine, es fühlt sich einfach nicht richtig an, das jetzt nicht zu machen. Es ist nur, warum ist das Spiel so komisch? Und sagt nach drei Dingern ja, upsi. Hier hast du deinen Bosskampf. Hast du dir verdient, nach drei Prüfungen von vier. Dann höre ich auf, dann spiele ich nicht mehr weiter, ganz ehrlich. Nö, nö, nö. Das ist es mir dann nie wert. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ich habe immer noch keinen Plattform gemacht. Yay. Und Spyro entschlummert friedlich. Das Witzige ist, das mit dem Plattform machen haben wir jetzt Ewigkeiten nicht gebraucht. Jetzt fällt denen wieder ein, ach ja, da war ja was. Eigentlich wünschen, also der Konsens ist ja, dass wir uns alle wünschen, dass Sparks friedlich entschlummert. Aber ich glaube, mittlerweile wäre es uns auch egal, wenn da Spyro mit drin hängt. Wie ist das? Da kommen so wieder die witzigen Bibidi 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 Bibidi. Ja, bloß nicht zu schnell. Am Ende hat man noch Spaß am Spiel, geht ja gar nicht. Ich meine, er ist ja quasi gestorben nach seinem dritten Spiel. Der Original Spyro hatte ja zumindest mehr Spiele, ne? Oben ist ein Dingenskirchen, keine Ahnung, wie man da dran kommen soll. Ah, mehr Energie. Woo. Ich könnte jetzt behaupten, dann hat es sich ja gelohnt, dass ich hier bin, aber... Ich komme ja nicht mal mehr hier lebend raus. Ah. Ach nö. Ah, leck mich schwich. Maske zählt noch. Oh. Oh. Yay, alles weiß, nichts mehr sehen, keine Schmerzen mehr. Die beste Fähigkeit, einfach nichts mehr sehen können. Einfach so tun, als wäre der Schmerz vorbei.
Jetzt mal, danke. Ich bin nicht ganz sicher, wie das hier funktionieren soll. Das ist normal, Sonic. Das ist normal. Man muss hier nichts mehr sehen. Das ist definitiv besser so. Ohne Scheiße, ey. Hätte man den dämlichen Checkpoint nicht besser setzen können? Außerdem ist es auch mega ätzend. In diese komische Kackgrube da irgendwas zu sehen, aber davon mal ab. Ich bin draußen! Yay! Yeah. Ah, ich hasse dieses Spiel. Ich habe selten in letzter Zeit ein Spiel so sehr gehasst wie dieses Spiel. Ich habe keine Ahnung, wo du reingehörst. Irgendwo da drüben, cool. Keine Ahnung, was mit dem jetzt nicht stimmte. Ich würde sagen, draußen knallen Leute, weil so viele Explosionsgeräusche gibt es hier nicht. Aber ein paar sind schon. Und ich meine, von den Hochkarätern, wenn wir da jetzt so was wie Gollum oder so angucken, habe ich sie ja nicht gespielt, ne? Oder was habe ich sonst gespielt, was ich so sehr hätte hassen können? Schwierig. Feder ist einfach da. Geh hin und hol sie dir. Okay. Ich würde ja gleich heulen, wenn wir die Prüfung fertig haben sollten. Und dann geben sie mir den Elementardrachenkampf nochmal. Ah, wäre ich da angepisst. Das Original-E.T., so schlimm ist das auch nicht.
Aber man muss halt erstmal die Regeln verstehen. Das ist das größere Problem. Ja, ja, die alte Legende vom E.T. Vergrabener. Wird auch im AVGN-Film über... Beziehungsweise haben sie da gezeigt. Soll wohl tatsächlich gestimmt haben. Das ist also eine sehr unterhaltsame Gaming-Legende. Das ist echt traurig, wenn man bedenkt, wie schlecht die Spiele gewesen sein müssen. Okay. Toll, das hat jetzt viel gebracht. Langsam kann ich Jesus verstehen. Mit der ewigen Frage, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Hier ist die Frage theoretisch, mein Gott, warum hast du Spyro verlassen, aber... Und ja, meins wären die Spiele auch nicht gewesen. Ne? Die alten Dinger da. Aber die hatten tolle Pornospielchen, ne? Wie Beat'em and Eat'em und so ein Scheiß und Bastards Revenge. Was, wenn man das heute machen würde, würde man direkt verklagt werden. Okay. Ich habe das Gefühl, ich muss den Scheißdrachen nochmal machen. War die Tür nicht vorhin auf? Die hier? Nein, ja, vielleicht. Was zum Henker? Du gehst vor. Jetzt ist die Tür wieder auf. Ich habe das Spiel sowas von kaputt gemacht. Das ist eine magische Wunschlampe. Hallo? Lampengeist? Bist du da drin? Das ist ja unglaublich. Die ganze Geschichte des Drachenvolks. Alles scheint hier zu sein. Woher willst du das wissen? Das ist es. Zumindest das meiste. Hast du das gehört? Es hat zu mir gesprochen. Die Aufzeichnungen in dieser Halle reichen zurück bis zum Anbeginn der Zeit. Fast. Boah, lass mich raten, der Historiker. Wow. Ja, Spyro, ich bin es. Und ich habe dich erwartet. Ach, naja, hoffentlich hast du nicht zu lange gewartet. Wir wurden ein bisschen aufgehalten durch die, du weißt schon, Rätsel des Untergangs. Fast 6 Stunden hat er gewartet. Das war ein notwendiges Übel. Ich musste sicher gehen, Spyro. In meiner Abgeschiedenheit hatte ich seit über 1000 Jahren keine Besucher mehr. Schock! Schaff diesen psychedelischen Drachen da draußen weg! So lang bist du schon hier? Oh ja, aber ich hatte ja meine Bücher. Und ich beobachte, lausche nach Dingen, die noch kommen, und trage sie in die Bücher der Zeit ein. Du wirst auch in den Büchern erwähnt, doch sind viele Seiten noch unvollständig. Zukunftstagebuch. Echt? Darf ich mal sehen? Aber natürlich. Das hier ist deins. Sieh her. Ich habe ja irgendwie erwartet, dass er Nein sagt. Hast du schon mal gesehen. Warum ist der in meinem Buch? Es war Graul, der in der Nacht deiner Geburt den Überfall auf den Tempel anführte, als Ignitus dein Ei rettete. Und dies sind das Ei mit Namen. Ja,
Das war höchst unerfreulich. Oh, sieh mal. Da ist der kleine Sparks. Hey, da hätte man ihn verbrennen dürfen. Das darf aber niemand sehen. Niemals. Moment mal. Sagen diese Bücher die Zukunft vorher? Teilweise. Eigentlich ist es immer nur ein flüchtiger Blick. Dann will ich wissen, was mit Zünder passieren wird. Spyro, Zünder? Du verstehst nicht. Bitte, ich muss es wissen. Also gut. Aber ihre Geschichte ist sehr düster. Spyro, du musst wissen, dass sie, als sie von Graul entführt wurde, vergiftet und gezwungen wurde, sich dem Willen des Dunkelmeisters zu beugen. Sie verbrachte ihr ganzes Leben in den Schatten. Sie kennt nichts anderes. Und wenn der Dunkelmeister zurückkehrt, wird sie ihm helfen. Niemand kann der Versuchung widerstehen. Nicht einmal die Stärksten von uns. Das glaube ich nicht. Spyro, ich erzähle dir noch eine Geschichte. Darf ich diesmal die Geschichte aussuchen? Halt's Maul! Vor langer Zeit, da lebte ein Drache, dessen unbändigte Kraft größer war, als man je gesehen hatte. Oder sich vorstellen konnte. Zuerst meisterte er das Feuer. Was seltsam war, denn er war kein Feuerdrache. Dann folgten Eis und Wind und andere unglaubliche Fähigkeiten. Kommt dir das bekannt vor? Es war ein lila Drache. So wie ich. Der erste lila Drache. Zu Anfang war er begeistert und die Ältesten weihten ihn gern in die Geheimnisse der Elementbeherrschung ein. Mit einem schlechten Tutorial. War ohnegleichen. Einfach grenzenlos. Er verschlang alles. Und da er nicht aufhörte, wurde er ins Exil verbannt. Von seiner neuen Bergfestung aus baute er eine Armee auf. Aber nicht aus Drachen. Sondern ausgerechnet aus scheiß Affen. Aus Affen! Er lernte sie, die Kraft der Edelsteine künstlich zu bezwingen. Unsere Lebenskraft. Du sprichst über den Dunkelmeister. Ja, und in seiner dunklen Abgeschiedenheit erschütterte das schiere Gewicht seiner Bösartigkeit das Fundament des Berges, spaltete die Erde und schuf eine Grube der Verzweiflung, in der die verlorenen Seelen dieser Welt Zuflucht fanden. In der Seele. Erschaffen von derselben Bestie, die jetzt von dort entkommen will. Aber du sagtest doch, dass die Finsternis den Geistern nur kurzzeitig Freiheit brächte. Ja, aber wenn ein böser Geist mächtig genug ist, dann gelten die Regeln wieder nicht. Man kann ihn nicht aufhalten. So steht es geschrieben. Warum hast du uns dann hierher bestellt? Ich verstehe das nicht. Halte durch. Dort, wo du sicher bist. Und lebe, um später weiterzukämpfen. Spiel vorbei? Na, das hört sich ja toll an. Was ist mit den anderen? Was ist mit deren Sicherheit? Ich befürchte das Schlimmste für die anderen. Und Cinder? Soll ich hier rumsitzen und nichts tun, während sie sich mit denen verbündet? Lass mich antworten. Ja! Nein. Du sprichst dauernd darüber, einen Weg zu wählen. Aber was ist mit Cinder? Sie hatte keine Wahl. Ich muss es versuchen. Und du kannst mich nicht aufhalten. Dann tue ich das auch nicht. Junger Drache, ich habe zu lange gewartet, um dich hier so zu sehen, zerfressen von Kummer und Zweifel. Du brauchst einen klaren Verstand und ein reines Herz, willst du dem Bösen widerstehen, das diesen Ort verzehrt. Ich weiß, dies ist nicht der Weg, den du für mich wählen würdest. Aber ich muss meinen eigenen Weg gehen. Und tun, was ich für richtig halte. Nein, das Spiel könnte hier enden, Spyro. Es könnte hier vorbei sein. Aber du musst dich beeilen. Die dunkle Stunde der Finsternis ist nah. Und Eile ist unser einziger Verbündeter. Nicht nah genug. Damit ich wenigstens weiß, warum ich gestorben bin. Der Plan ist also, dass wir in das Land der Dunkelheit wandern, um uns eine Armee böser Kreaturen zu stellen, die uns umlegen wollen. Damit wir versuchen können, eine andere böse Kreatur zu retten, die bereits versucht hat, uns umzulegen. Ich bin begeistert. Na dann, auf geht's. Bitte mehr.
Wenn ich mich in The Legend of Spyro verwandle, bitte bringt mich um. Sparks. Lasst mich so nicht leben. Ich nehm's dir nicht. Ja, Sparks, du musst nicht mitkommen, verpiss dich. Nix da. Wie sonst könnte ich meine schlimmsten Albträume ausleben? Ja, Nick. Bravo, Junge. Was sag ich denn da? Ich meine, das sieht zumindest nach letztem Gebiet aus. Yay. Wir sind durch irgendein Portal Dingsi-Bumsi geflogen und jetzt sind wir hier. So, das ist die Erklärung. Wahrscheinlich die einzige, die wir jemals bekommen werden. Und plötzlich können wir nur noch gleiten, wie immer. Warum sieht das so aus, als schaffe ich das nicht? Wow. Dann ist das doch noch knapper. Boah, Affen, cool. Dark Kommi. Bisschen langweilig der Name, aber ist ja nun mal Sith-Gedöse, ne? War doch. Ah, fuck. Ah, fuck. Nicht. Ja, na. Hm? Ich will aber nur diese Kackfeder haben. Für. Irgendwas, ne? Ich darf meine Ausbildung nicht vergessen. Ich Ausbildung. Dass du fliegen kannst, die Ausbildung, die hast du schon lange vergessen. Guck dir Gru an. Er hatte Minions. Und ihm, ja, ich meine, ja gut, okay, ich habe mich in wie ist das Spiel? Ich habe den Namen tatsächlich vergessen. Aber ich hatte mich in den einen Spiel so genannt, ne? Das, ah nein. Auch nicht. Nö. Nein. Du glaubst, da soll ich so nicht dran. Ja, ja, möglich. Folge den Affen. Yeah. Die Affen werden dich zu deinem Ziel bringen. Affenpower! Ich meine, ist ja in dem Spiel scheißegal, ne? Lass ich mich halt einmal umknüppeln, habe ich wieder volle Gesundheit. Das ist. Wow. Wow. All die Affen. Yeah. Das Traurigste ist, hätte ich gewusst, dass das mit Drachenzeit geht, hätte ich den Feueratem tatsächlich schon auf Maximum. Oh. Okay. Affen so kein Bock, wir gehen wieder. Ob das Ding Schaden macht? Au.
gefühlt, fast wie in der Matrix. Ich meine, der war schon gar nicht schlecht im ersten Teil, ne? Ist ja jetzt gerade nur die... Bodenlose Schlucht oder nicht? Die Verbindung mit der Drachenzeit macht das ja gerade tatsächlich erst aus. Aber naja, vielleicht schaffen wir es noch, das vollständig zu machen, bevor das Spiel vorbei ist. Und wenn nicht, Pech gehabt. Cool. Wieder Napfe! Ah, er ist unsichtbar. Cool. Das war für eine Sekunde ganz nett. Wieder äußerst wenig über das Spiel zu sagen, aber was soll ich machen, ne? Ich stoßatme jetzt. In der Hoffnung, dass da mehr von den angeblichen Drachenwelpen bei rumkommen. Kommen ja immer mehr. Will nicht, dass da immer mehr kommen. Hätten sie nicht einfach bei dem einen großen, unsichtbaren Typen belassen können? Nein, die müssen mir hier wirklich jeden Scheiß vom Kopf werfen. Ist ja unfassbar. Ich glaube, selbst ein typischer Eingeweide-Dungeon würde das hier nicht verbessern. Aber wer weiß, vielleicht ist der Brunnen der Seelen ein Eingeweide-Dungeon. Ah, oh, toll. Es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Nur zum Kotzen, ne? Ich meine, fein, von mir aus gibt mir 20.000 Gegner, wenn, aber dann schreib hin, wie viele das sind. Ja, meine Fresse, kommt noch einer daraus. Ja, warum nicht?
Trippel. Okay. Okay. Was ist Challenge? Oh, ihr hättet auch wegbleiben können. Oh mein Gott, ey. Nein, noch 50.000 mehr Gegner. Ja. Ich meine, ich gehe wirklich davon aus, dass das hier das Ende ist, aber meine Fresse. Echt wirklich selten so wenig Spaß mit einem Videospiel gehabt. Was? Jetzt? Glaube, ich muss da runterspringen. Wow, abgefahren. Juhu. Ich meine, in einem besseren Spiel wäre das mit, wir hauen jetzt nochmal alle Gegner und so raus. Wäre fast schon... Ernsthaft, wo kommen wir denn her? Wäre ja fast schon wieder cool, ne? Aber hier... Nein. Würde mich gerade auf die nächste Sprung-Challenge hier vorbereiten. Kommen auf einmal irgendwelche komischen Zombies um die Ecke. Und jetzt? Habe ich keine Plattform. Cool. Und jetzt ist es auch noch RNG, ob ich den Wasserfall hochkommen kann oder nicht. Ist ja richtig gut. Aber wo du das gerade ansprichst mit den ganzen Eingeweide-Dungeons und so, ich habe schon lange kein Spiel mehr gespielt, wo es ein Eingeweide-Dungeon gibt. Ich darf beruhigen oder Hoffnung zersetzen, das heißt auch... Oh nein. Alles für die Feder, alles für den Club... Das Lies of P kein Eingeweide dann statt auf. Vorsichtiger sein. Yay, guter Checkpoint. Ach nö. Das heißt es wieder geh mit Eis darüber. Na gut. Boah.
voll cool. Aber ich mochte die. Ich meine, ja, die sind alt, aber irgendwie mochte ich das. Und zumindest muss man sagen, die sind einem in Erinnerung geblieben, ne? Weil die waren dann zumindest in dem Spiel dann in dem Moment einzigartig und so, nicht so wie sowas hier. Obligatorische 0815 Geisterinsel. Leider das Spiel nicht dafür, sonst würde ich dir eben helfen. Aber ja, so wird da kein... nicht so schnell ein Simsalat raus. Diesmal stelle ich nicht die Frage, ob mir das wehtun kann. Das sieht wieder nach einer Kampfarena aus. Yay. Boah, krass, er hat einen Geisterpony. Mit seinem Geisterpony gestorben? Ist er runtergefallen? Was ist passiert? Wo ist er? Er reitet in den Sonnenuntergang, ja. Er hat sich gedacht, hier in dem Spiel will ich nicht sein, ich geh mal Milch holen oder so. Oh mein Gott, natürlich. Ja, die machen dramatischen Auftritt, da kommt einer mit so einem Pony und allem und dann ist aber so, ja. Reicht dann auch jetzt noch mal ein paar Millionen kleine Gegner, weil, yay. Ich hasse dieses Spiel. Wow. Ja, Perici ist auch in Star Ocean, also ist der einzige Name, der da immer hängen bleibt. Und der einzige Name, den ich kenne, da ist das einzige Spiel, wo ich den Namen rauskenne, so rum. Ja, jetzt haben wir es aber. Das ist echt schlimm, die waren echt stolz auf ihr dämliches Drachenzeitgedöse, ne? Da kommen immer mehr! Das ist so zum Kotzen! Gott! Also ich kann wirklich niemanden verstehen, der sagt, ja, The Legend of Spyro ist meine Lieblingsreihe von Spyro.
Alles andere ist kein gutes Spyro. Ja. Ah, Spyro. Aber nur The Legend. Würde ich gerne verprügeln, wenn das mir einer sagen würde. Unfassbar, ey. Oh, bitte seid wenigstens die Letzten, ey. Nein, natürlich nicht. Wir haben noch zwei weitere Ponys im Angebot. Die waren gerade günstig. Mann, ey. Wäre ja gerne, wow, wäre ja gerne positiver eingestellt, aber das nö. Da kommen immer noch mehr. Das ist doch nicht euer Ernst. Ja, lass mich auch mal weggehen von dem Ich hasse dieses Spiel, ohne Witz. Ja, geil. Whatever. Ich frage mich allerdings wirklich, wo das erste Ding abgeblieben ist, aber ich nehme mal an, das ist wirklich runtergefallen. Da ist noch ein Gegner gespawnt! Nur nicht sterben durch schlechte Kontrolle. Mehr so richtig auf den Sack gehen. Ja, das ist wie im letzten Teil, wo wir dann am Ende irgendwie es schaffen, aus allen Fähigkeiten irgendwas Gutes zu ziehen. Oh mein Gott, die spawnen einfach nochmal zwei von denen.
Der nervt gerade. Den müsste ich jetzt erstmal wieder zurechtstutzen, damit er nicht mehr schießen kann. Das macht so keinen Spaß. Ja. Ah, ich glaube, das eine Pony ist runtergesprungen. Das ist gut. Ich weiß echt nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich bin echt gespannt, wie... Ich sag's mal ganz vorsichtig. Toll! Der letzte Boss sein wird. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich mach das jetzt fertig. Ich ertrag das keinen Tag länger mehr. Seid ja wenigstens so, als wäre der jetzt der letzte Gegner. Woohoo! Nochmal Cinder würde mich nicht mal wundern, aber ich denke mal, diesmal geht's gegen den Affenboss Heidi da. Was ein Rotzraum, ey. Schaffst du es, das dritte Mal dich vor dem Laser zu verstecken? Probier es aus und gewinn einen Preis, junger Drache. Wow. Ah, er will mir das Herz klauen! Eigentlich sagte er, es sei Zeit für Schmerz. Wirklich? Puh. Ich dachte schon, ich hätte dich verloren, Kumpel. Sparks, halt's mal. Ohne Scheiße. Könnte ich hier ausweichen? Gibt's ein Ausweichen? Ach ja, es gibt ein Ausweichen. Weiß nicht warum, aber irgendwie geht Spyro so leicht links von ihm. Bei allen anderen total transfixiert auf den Mittelpunkt von den Gegnern. Da nicht. Es ist Zeit für Schmerz. Übrigens auch geil, dass die Kamera komplett woanders hin zeigt, bevor ich überhaupt anfange zu kämpfen. Macht das einen Spaß. Yay.
Und sofort zurückgesnappt in die normale Bewegungsabläufe hier. Ach. Ach. Mir war so, als hätte der mal eins gehabt. Irgendwas war da. Aber vermutlich oder hoffentlich erinnere ich mich nur falsch. Hier lang? Nein. Vor lauter Nicht-Weg finden finde ich ein Geheimnis. Das ist voll cool. Ah, da lang. Okay. Schnee? Kein Schnee. Super viel Schnee? Kein Schnee. Plattform. Plattform. Ist doch kein Wunder, dass ich den Weg nicht finde, solange wie die Plattform braucht. Übrigens, meine Füße sind in der Plattform. Gut designt. Wackelos. Hat man Doppelsprung gefressen, ich liebe es. Schießt mich doch einer. Da ist er noch, da ist er noch, da ist er. Ich weiß auch nicht, warum ich mir die Mühe überhaupt noch mache. Wir sind bei 27 von 40. Ich nehme an, wir haben irgendwie so 8, 9 Stück von den Dingern verpasst, mindestens. Eigentlich völlig irrelevant mittlerweile, aber okay, egal. Vertonte Virtual Novel, oh Gott. Yay, yay, yay. Doch, beste Idee ever. Kann man nicht anders sagen. Muss ich hin? Ja? Nein. Ja? Nein. Ja? Ich erkenne hier nichts, ne? Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich soll auf den nächsten drehen, denn der genauso aussah wie der. Oh, meine Fresse, ey. Okay. Und jetzt? Da drauf. Okay. Was ist eine Scheiße? Grüne Suppe, yay. Boah. Noch 30 Gegner mehr vielleicht, das sieht viel zu einfach aus. Der unsichtbare Gegner, weil er hat mich gerade umgebracht haben. Hat. Haben? Kann nicht mehr reden. Alles scheiße. Ja, ist okay. Mach das weg da. Gott.
Ganz großes Kino, ey. Ganz großes Kino. Ne, Chat schläft auch schon wieder ein. Eigentlich nach meiner Regel, Koi ist der Einzige, der schreibt, müsste ich schon wieder aufhören. Ich meine, ich kann euch hier keinen Vorwurf machen, weil das keinen Spaß macht. Ich hab ja selber keinen Spaß. Ja, mit Raymond. Die pure Entspannung. Das ist, ne, diesmal kann ich es halt verstehen. Kein LP, wo ich sagen würde, ich rede da 30 Minuten, da wird man ja wohl irgendwie einen Satz zu irgendwas sagen können, aber das hier... Was will man dazu sagen, außer dass es halt scheiße ist? Man kann ja nicht mal sagen, wo ich jetzt im Level bin. Ob ich jetzt am Ende bin, am Anfang, das sieht genauso aus wie vorher. Das ist wieder der Sailor Hunter für Hexe. Ach, ich spiele für mich selber Spiele, die ich mag. Die LPs gerade sind auch Spiele, die ich mag. Das ist schon okay, aber... Es ist auf jeden Fall gut, dass das nächste nicht auf einmal nochmal das nächste hiervon ist. Das könnte ich gerade echt nicht verkraften. Ja, Spiele, wo man drüber reden kann. Ich meine, ne, wenn Raymond kommt, da können wir drüber reden. Da gibt's Sachen, da kann man drüber reden. Das hier nicht. Gäb's ein richtiges Kombosystem und nicht immer dieselben Dinger, die ich da mache, wäre das auch interessanter. Das brauchen die mir auch nicht zum vierten Mal zeigen. Dran, du musst dem Laser ausweichen. Ja, wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Muss mal wieder dem Laser ausweichen. Whoop die freaking do. Ja, wenn die Story wenigstens gut wäre, könnte man darüber reden, aber... Story. Sind wir da? Lass mich raten. Da kommen jetzt so wieder Pulverfässer. Oder wollen sie mir jetzt dramatisch sagen, das ist die letzte Tür? Das hilft nicht, in die Dunkelheit zu zoomen. Hilft überhaupt nicht. Dominus. Maximus. Grünus. Drachicus. Ah, wow, sie haben mir den Weg erspart, indem sie mich in diesen Raum geteleportet haben. Woo! Also es könnte sein, dass sie gerade damit sagen wollen, letzter Raum, ne? Wehe, Spawn-Gegner. Ich meine, Gegner werden kommen, aber sie sollen jetzt nicht da unten jetzt wieder so eine Kampfarena veranstalten. Muss ich den Drachen umstoßen? Boah, jede Kerze für einen Gegner, ich gebe mich hier hängen. Meine die mit? Nee. Achso, hier hoch. Nicht mal das können sie richtig. Alles ist ausgeleuchtet und dann soll ich aber hier irgendwie... Komm ich da hin?
Ja, dann lasse ich das Gesundheitsupgrade halt da liegen. Auch okay. Scheiß drauf. Wenn, Junge. Ich hätte es ja eingesammelt. Ich darf ja nicht. Eiskalt, wenn juckt's. Ja, der sieht sehr, sehr passend zu dem, was hier abgeht, aus. Und so, oh ja, interessant hier. Ja, Brunnen der Seelen. Was ist das? Sieht aus wie der Eingang zu einer Grube der Verzweiflung, aus der wir wahrscheinlich nie wieder rauskommen. Wir sollten trotzdem reingehen, nur um das genau zu wissen. Der hat wirklich einen Knall. Gehe ich nicht mal mit maximal HP da rein, weil er sich einfach gesagt hat, ignoriere ich mal. Oh wow, eine richtige Cutscene. Oh, das müssen wir genießen. Frag dich lieber, was das für ein Geruch ist. Das müssen wir jetzt genießen. Der lila Welpe. Der lila Launebär. Dass du heute Abend hier bist, wenn wir Zeuge des Beginns eines neuen Zeitalters und des Versagens eures jämmerlichen Drachenvolks werden. Ein verkackter Meister ist ein Drache. Bitte, dann setz dich doch. Dummer Drache, du bist kein Gegner für mich. Bis hierhin habe ich es immerhin geschafft. Ja, du bist schwer zu fassen. Hätte ich gewusst, dass deine pathologische Freundschaft zu Cinder ausreicht, dich herzubringen. Psst, was heißt pathologisch? Wirklich tragisch. Dass sie es sein wird, die dich vernichtet. Ah, hat dieser Albtraum denn nie ein Ende? Du musst das nicht tun, Cinder. Wie in alten Zeiten, was, Spyro? Wie beim letzten Mal, richte seinen Stab und mich aus. Voll krass. Boah. Hat ja prima funktioniert. Cinder nutzlos wie immer. Nicht anfassen. Der Kleine gehört mir. Boah, epischer Bosskampf. Epischer Bosskampf. Atmen kann er auch. Was? Geht das nicht? Funktioniert die normale Taktik nicht mehr? Oh mein Gott. Okay. Jetzt muss ich also noch nach seinen Regeln spielen. Oh nein. Nein, 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 oh nein. Abgefahren. Thank you.
Schon cool. Soll man das jetzt eigentlich sagen, dass Cinder es in der Cutscene geschafft hat, seinen Stab kaputt zu machen, obwohl er den einfach nur... Ich meine, sie ist da hingeflogen, hat damit nichts gemacht, dann hat er sich entschieden, gegen uns zu kämpfen. Au. Wow. One-Hit-Kill, super, ganz toll, gefällt mir. Oh mein Gott. Ups. Ja, ich meine, jetzt ist er nur nervig, aber das mit dem One-Hit-Kill gerade fand ich auch nicht gut. Denkst du da an irgendwen Spezifisches? Weil ich habe alles aus Heroes Tales schon wieder verdrängt. Achso, das meinst du? Ja, ja, das, ja. Das haben sie ja alle. Theoretisch. Man konnte es halt nur bei fast jedem Boss ignorieren, weil man einfach damit rein ist und mit den Atem und so. Ich weiß nur noch die fette Mähung. Oh ja, er kämpft weiter, okay. Interessant. Eine Runde noch, ey. Wenn er mich jetzt nicht wieder irgendwie one-shottet. Du bist die erste Phase fertig. Nehme ich an. Yay. Deine Zeit ist abgelaufen, Drache. Ich hoffe, das ist ein Checkpoint. Wow. Doppel-Wow. Black Spyro, nicht ganz sicher, was ich da mache, aber
Atem regelt. Das macht nicht mal Schaden. Ich verstehe den Sinn hinter der Attacke auch nicht. Aus der Drachenzeit auch nicht mehr raus. Sehr, sehr merkwürdig irgendwie. Oh, er hat ein eigenes Laserauge. Krass. Möchte auch nur irgendeiner von euch jetzt sagen, dass dieser Kampf super krass ist? Oder... voll beeindruckend oder so, weil... nö. Nö, 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 nö. Nein, es muss... Achso, ich bin einfach unverwundbar in der Form. Ja, warum bleibe ich denn nicht einfach komplett stehen? Was auch immer. Bist du doch, Drache? Besieg mich! Ah, sind wir bei Naruto angelangt. Besieg mich, nicht töte mich oder so. Feigling! Okay. Kann mich nicht bewegen, möchte ich anmerken. Ich kann mich nicht bewegen. Punkt. Oh mein Gott, nein! Wo sind wir? Oh mein Gott! Gott, what the fuck, warum, what, ach. Ich hasse es. Ich hasse es so, das, keine Worte dafür, das kann man nicht erklären, ich hasse es. Boah. Wow. Also allein die Tatsache, dass das in der Cutscene startet, geht mir schon auf den Sack, ne? Aber kein Checkpoint kommt auch noch dazu, kommt auch noch auf die, geht mir auf den Sackliste.
Hab einfach keinen Bock. Ich hab keinen Bock mehr, ne? Ich hab grad so keinen Bock. Mach, was du willst, ist mir egal. Ich hab keinen Bock mehr. Wow. Dass ich mich nicht bewegen konnte, hast du nachgeguckt, ne? Ja, das macht auch Sinn, ne? Weil in der Zeit, die ich brauche, um den mit dem Laserarten da wegzufegen, das funktioniert nicht. Und mach deinen Scheiß da oder lass es, ist mir auch egal. Also. Ist doch egal, interessiert doch eh keine Sau mehr. Bring mich halt nochmal um, mir doch scheißegal. Macht das eigentlich Schaden, das Ding? Ja. Ah, cool. Ich schwöre, wenn deine Version, die du mir geschickt hast, an der Stelle jetzt verbuggt ist, ne? Ich fasse den dritten Teil nicht mehr an. Ganz einfach. SW? Oh nein. Ach, come on. Mach hin, ich hab keinen Bock mehr, mach hin. Ja, das wäre bitter. Den ganzen Scheiß ertragen für nichts, weil am Ende das Spiel sich einfach denkt, ne, ich hab keinen Bock mehr zu funktionieren. Ja, macht Laune, hier im Kreis zu laufen und zu warten, dass er die Attacke einsetzt, die mich theoretisch fast one-shotten kann, wenn er mal Bock drauf hat. Auch ein bisschen übertrieben, meiner Meinung nach, ne, aber okay. Na, ja, diese krassen Kombos hier. Als DMC-Klon würde ich ja immer noch Nightmare Before Christmas empfehlen. Das war ziemlich cool. Kann man nur leider nicht empfehlen, wegen den ganzen Songs da drin. Oder man muss halt die Songs muten, was irgendwie auch traurig ist. Sonst hätte ich schon längst mal gemacht, aber naja. Stattdessen haben wir das hier.
Mit seiner super krassen Endzeit-Kombo hier. Wow. Und nochmal, weil es so schön war. Yay. Ja, ist halt war ganz nett, halt natürlich zum Stream und so, ne? Aber ist natürlich mega weird. Verständlich. Oh mein Gott, oh mein, nein. Nein! Aber hey, ich bin nicht mehr unverwundbar, also ist der Bug vielleicht weg. Aber nein! Oh mein Gott, ich hab so die Schnauze voll von dem Scheiß, ne? Freut mich nur aufladen, das hat nichts mit Ungeduld zu tun. Oh, da liegt Cinder. Lag die schon die ganze Zeit da? Da kannst du nicht aufstehen und was machen? Irgendwas? Nein? Okay. Ich habe mir jetzt schon die ganze Zeit gefragt, ob ich den Kampf einfach falsch mache. Ob man vielleicht irgendwie die Pötte angreifen kann, damit was passiert. Ne, in den Laserstrahl da. Irgendwie gehen kann. Jetzt frage ich mich, ob man vielleicht Cinder hätte, was weiß ich, knutschen können und mit der Macht der Liebe dann gegen den kämpfen oder was weiß ich nicht, aber und nochmal das Ganze. Yeah. Von dem Affen oder von Spyro? Ja gut, es könnte schlimmer sein. Ja, in der Tat, Sparks könnte den Kampf noch irgendwie kommentieren, so wie ich das mache. Stellt euch das mal vor.
Okay. Ja. Ultra Instinct. Das macht allerdings immer noch keinen Schaden. Weird. Ich habe echt das Gefühl, der ganze Kampf ist eigentlich merkwürdig komplett verbuggt. Jetzt nehme ich gerade wieder gar keinen Schaden. Kann ja auch eigentlich nicht richtig sein. Ja, wobei gar keinen Schaden stimmt nicht ganz. Kampf ist nutzlos, ja, das ja. Okay. Worauf wartest du noch, Drache? Besieg mich! Und ich kann mich wieder nicht bewegen. Ah! Los. Spyro? Geht's dir gut? Oh nein. Spyro, hau! Hey, beruhig dich. Ich bin's doch. Ich kann nicht. Spyro? Was habe ich nur getan? Oh mein Gott, Sidna hat mal was Gutes gemacht. Wir sind deine Freunde. Jesus Christ. Ich konnte nicht aufhören. Oh oh, das ist unser einziger Ausgang. Na los, das ist unsere Chance. Geh einfach. Steh auf, Spyro. Wir gehen nicht ohne dich. Oh mein Gott, das wäre wie beim ersten Mal nur andersrum. Krass. Hat sie recht. Wir sitzen in der Falle. Halte durch und lebe, um später weiter zu kämpfen. Her zu mir! Schnell!